Gleich meine erste Frage an die gesamte Runde, aber starten wir gleich bei Ihnen. Frau Köppel, wie haben Sie sich gefunden, ja, die 7 Leute? Wie ist das zugegangen? Und dann schauen wir weiter, wie das bei den anderen war. Alle 4 haben ein Label und arbeiten in erfolgreichen Kooperationsmodellen. Ja, also wir waren zu der Zeit alle nur Jungunternehmer und Jungunternehmerinnen und haben uns bei regelmäßigen Treffen der Kreativwirtschaft Linz also getroffen und dann irgendwann festgestellt, nach einer Zeit, eigentlich könnten wir uns ja gemeinsam vermarkten, weil jeder zu dem Zeitpunkt etwas abgedeckt hat, was der andere nicht konnte und somit auch da keine Überschneidungen waren und im Gesamtpaket wir eben eine Full-Service-Agentur anbieten können, die jeder Einzelne für sich ja nicht könnte. Also das war sozusagen die Gelegenheit, die Sie genau genutzt haben, in der gleichen Situation zu sein. Ne? Und passiert ist es auch anlassbedingt, weil ich einen Auftrag nicht gekriegt habe, weil ich zu klein war zu dem Zeitpunkt. Und man kann zwar viel erzählen, dass man ein Netzwerk im Hintergrund hat, aber man muss es einfach sichtbar machen, sonst glaubt es der Kunde einfach nicht. Und so haben wir das einfach sichtbar gemacht und ich kann das dem Kunden zeigen, er kann die Menschen kennenlernen und deswegen ist er auf einem sichereren Boden. Also ist ganz wichtig, sozusagen diese Transparenz, um auch, damit einem größere Aufträge von Kunden zugetraut werden. Genau. Gehen wir hierher, wie haben Sie sich gefunden? Sie arbeiten ja, glaube ich, zu 9. Ja, Floor 4, das ist noch mehr, 7, 9. Wie ist das bei Ihnen gegangen? Ja, also die Marke Floor 4 gab es schon, dahinter steckte allerdings nur Grafik. Also es waren 2 Grafiker. Ich war mein Leben lang Angestellte und ich hatte keine Ahnung, wie es ist, selbstständig zu sein. Und sie haben mich gefragt und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Ich bin nur auf PR, auf klassische PR spezialisiert. Ich habe keine Ahnung von Grafik, von Video und so weiter. Und die haben gesagt, okay, haben wir nachgedacht gemeinsam, haben wir gesagt, okay, machen wir halt Units, behalten wir die Marke Floor 4 und verschiedene Units. Jetzt haben wir 5 Units, jeweils ein Unitleiter, das ist PR, Grafikdesign, Publishing, Video und Web. Und insgesamt sind wir 9 Personen, weil jede Abteilung hat Personen, die zuarbeiten. So ist es entstanden. Das heißt, Sie wurden gefragt von anderen, ob Sie mitmachen und Sie haben damals Ihre Angestelltenposition dafür aufgegeben. Genau, weil es reizvoller war. Ja, absolut. Wie war das bei Ihnen, Frau Moore? Das war purer Zufall, sagten Sie. Ja, das war purer Zufall. Wir sind 4 Gesellschafter. Wir waren vorher schon jeder selbstständig mit unserem eigenen Label, angefangen von Mode über Bildhauerei bis hin zu Produktdesign und Architektur. Und haben uns auf einer Messe in Stuttgart, jeder mit seinem Label ausstellend, zufällig getroffen, haben uns dort so gut verstanden, dass wir gemeinsam zu 4 gesagt haben, wir müssen beieinander bleiben, wir müssen was miteinander Kreatives machen und haben dann einfach angefangen, Stoffe zu kaufen, um 200 Euro ein paar Teile zu nähen, sie zu bedrucken und zu verkaufen. Und das ist von Anfang an so gut gegangen, dass wir das, was verkauft wurde, reinvestiert haben und weitergemacht haben und nach 1,5 Jahren mit stetigen Stückzahlen, mit stetigen Erweiterungen, kam dann quasi die Krise, weil wir neben der Göttin des Glücks unser eigenes Label eigentlich nicht mehr betreiben konnten. Und dann haben wir uns gefragt, was machen wir jetzt? Und dann kam eigentlich schon die zweite Kooperation ins Spiel, die sehr, sehr wesentlich war, ohne die es uns heute nicht mehr geben würde, nämlich die Kooperation mit der EZA Fairer Handel, wo wir auf Biobaumwolle, also auf eine komplett transparente Produktion mit ausschließlich Biobaumwolle und in der gesamten Kette nach transparenten Kriterien umsteigen konnten. Und damit haben wir gesagt, das macht für uns jetzt so viel Sinn, weil unser Motto, danke, mir geht's gut, bis hinein in die Produktion, bis zum Baumwollfeld durchgezogen werden konnte, dass wir so eine Kraft daraus entwickelt haben, zu sagen, okay, wir können dazu stehen, auch unsere eigenen Labels eigentlich zu vernachlässigen und ganz an dieser Göttin des Glücks zu arbeiten. Dann haben wir eine OG gegründet und seitdem Strukturen eingeführt und arbeiten im Moment nach wie vor als OG und sind gerade vor der Umgründung in die GmbH. Das ist eine interessante Geschichte, weil ihr eigentlich diese erste Krise dazu geführt habt, wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal, das sie mit einer völlig ökologisch produzierten Kleidung haben, als Modelabel, zumindest in Österreich, glaube ich, sind sie ja das einzige oder erste, erst damit entstanden ist. Richtig. Frau Sommerer, Sie waren ja schon mehr und sind dann
gesund geschrumpft auf wieder zwei? Man, wie ist man das kann gegangen? So nennen, ja. Aber nicht unbedingt. Das, was der Herr Kutzko vorher beschrieben hat, kennen wir eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben vor 5 Jahren zu sechst angefangen, in einer sehr basisdemokratischen Art und Weise miteinander zu arbeiten. Künstler, die sich gefunden haben mit dem Ziel, gemeinsam etwas Stabilität ins Leben zu bringen und in die Arbeit auch zu bringen. Das Dasein als Künstler ist ein schwieriges in Österreich. Und wir haben versucht, mehr oder weniger Not und Know-how zur Tugend zu machen und haben das, was wir durch Liebe zum Handwerk mehr oder weniger über Jahre jeder Einzelne entwickelt hat, gemeinsam in einen Topf zu werfen und auch anzubieten. Also Kunst und Dienstleistung an der Kunst zu verbinden. Das war so der Urgedanke dazu. Also Sie haben damals zum Beispiel schon Ausstellungen gemacht oder sowas genau, jetzt machen, ja. Nur damit wir uns was vorstellen können, was Sie dann gemeinsam so zu, neunt? Also zu sechs begonnen, dann einmal ja. Der Höchststand war 9 und dann hinunter wieder auf 2.